Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Mirage. Wir sollen zurück zum Bruderschaftshaus, das mal wieder sehr weit weg ist. Deswegen sprinten wir doch einfach mal in die Richtung und schauen, was passiert, was für Informationen es gibt und was unser nächstes Ziel ist. Zack, einmal nach oben. Oben. Reißt es sich manchmal schneller, nicht immer. Aber allein, dass man dann oben laufen kann. Super funny. So, und schon sind wir da. Super schnell. Oh mein Gott. Ich hätte jetzt gedacht, scheiße, ich springe irgendwo hin. So, auch dieses, dass er sich random immer hinbückt, das verstehe ich auch nicht. So. Der verlorene Verborgene kehrt zurück. Endlich hast du den Weg zurückgefunden. Was hast du zu erzählen? Die Person, die wir suchen, kommt nicht aus Bagdad, sondern aus fremden Landen. Bist du sicher? Ich habe Beweise. Der Steuereintreiber und der Hafenmeister waren Komplizen. Der eine setzte Wachen ein, um Ausländer zu schikanieren und auszunehmen. Der andere beschlagnahmte Waren am Hafen. Das Ausnehmen verstehe ich. Doch wozu die Beschlagnahmungen? Geht es um mehr Objekte dieser alten Wesen, die sie verehren? Sie suchen nach einer seltenen Haarnadel, die über die Oststraße gebracht wurde. Sie wird bei der Dairat al-Mal versteigert. Eine offizielle Einladung zur Auktion. So kommen wir hinein. Gut gemacht. Unser Ziel muss jemand mit Verbindungen zu sowohl Elanka als auch Kululu sein. Jemand, der eng mit den Amtsträgern zusammenarbeitet. Spitzel hörten Getuschel über den Schatzmeister des Kalifen. In letzter Zeit hat er sich recht stark in El-Kars Angelegenheiten eingemischt. Diese Person wird zweifellos bei der Dairat al-Mal auftauchen. Wir sollten uns vorbereiten. Ich gehe voraus. Wir treffen uns beim Souk, wenn du soweit bist. Es ist nicht viel über diese Person bekannt. Es ist eine große Torheit, den Gegner zu unterschätzen. Bist du besorgt? Ich werde vorsichtig sein. Schließlich heiße ich Altair. Mit dem Umhang. Ja. Okay, wie komme ich jetzt hier? Ach, da unten. Am geschicktesten raus. Krasser Weg, ey. So, 270 Meter nach Souk. Nach Souk Mabuls. Noch überall diese goldenen Kisten immer. Okay, Basim, danke. Mann, das ist so nervig manchmal, dass der nichts macht, was man macht oder was man machen will. Steuer darüber und er denkt sich so, nö, nö, einfach nö. So. Noch ein sehr weiter Weg. Aber gleich sind wir da, sehr schön. Was kommt wohl als nächstes? Eigentlich müsste es doch jetzt schon soweit sein, dass wir wieder einen abschlachten, oder nicht? Dass wir einen abmurksen. Nur die Frage, ob ich auch da entspannt hochkomme, aber es sieht gut aus. Oh, moin. Der Plan ist einfach. Du betrittst die Auktion als Händler, der auf fremdländische Artefakte bieten möchte. Wir wissen, dass sie die Haarnadel wollen und bei der Auktion sein werden. Sie ist ihnen schon einmal entgangen. Wenn die Haarnadel dran ist, beobachte ich die Menge und sorge dafür, dass ich sie bekomme. Das sichert uns ein Treffen mit dem Schatzmeister. Ich bin davon überzeugt, dass sie mitbieten werden, koste es, was es wolle. Allerdings. Ich werde so viel wie möglich über diesen Schatzmeister in Erfahrung bringen, bevor die Auktion beginnt. Über jemanden auf solch einem Posten wird sicher viel getuschelt. Die erste Feder ohne Kopf. Es ist deine Pflicht, den richtigen zu finden. Lass dich nicht ablenken. Konzentriere dich auf deinen Auftrag. Es nützt nichts, sich mit Dingen abzugeben, die es nicht gibt. Dies hier ist echt. Ich verstehe. Schweigen ist besser für die Weisen und für die Narren erst recht.
Ich wünsche dir viel Glück. Meinst du, wir brauchen Glück? Fäulnis greift in El Karch um sich, Schatzmeister. Gestohlenes Eigentum. Erpresste Händler. Gefolterte Ausländer. Die Korruption wuchert überall. Doch du sitzt in ihrem Zentrum. Selbst jetzt verbreitet sich dein Gift entlang der Oststraße in Länder, die bisher vom Orden unberührt waren. Ich höre dein Verlangen nach einer Haarnadel, die bei der Daira Talmal versteigert wird. Ich spiele den Rivalen bei deinem Herzenswunsch und locke dich aus den Schatten. Töte den Schatzmeister. An der Spitze von Al-Karks Machtpyramide befindet sich der Schatzmeister. Durch die Kontrolle von Steuern und die Nötigung der Händler Al-Karks finanziert der Schatzmeister erfolgreich den Orden auf Kosten der einfachen Leute. Auf der Suche nach einer seltenen Haarnadel lässt der Schatzmeister eingeführte fremdländische Artefakte im Hafen beschlagnahmen, was verschiedene Händler große Schwierigkeiten bereitet. Der Schatzmeister ist eine geheimnisvolle Person, deren wahre Identität nur wenige bekannt ist. Höchste Zeit, den Schleier zu lüften. Suche nach Informationen um die Identität. Ja, ich bin ein bisschen müde. Der Schatzmeister. Vor uns kann sich nichts verstecken. Die Frage, werde ich abgeschossen? Wahrscheinlich eher nicht. Es sind doch irgendwie keine Wachen auf dem Dach oben. Ah doch, da. Zack. Zack. Die sind schon wieder zu weit weg. Ist aber sehr interesting. Noch gut, dass ich so weit fliegen kann. Ja, aber hier sind soweit anscheinend keine mehr, oder was? Keine Wachen? Ist ja richtig tot hier. Alter, wie weit kann man denn da runter? Moin, was geht? Ist ja crazy. Wie weit man da runterfliegen kann. Ja gut. So, auf dem Bazar nach Infos suchen. Da. Ah, mit dem kann man sprechen. Sei gegrüßt. Schön, dich zu sehen. Achso. Ich muss gehen. Gute Reise. Okay, das ist einfach nur ein Händler gewesen. Perfekt, super. Hätte ich mir irgendwie denken können. Aber ich dachte, da wird man irgendwann... Ruf zur Waffe. Aber da kann ja offensichtlich ja doch jeder einfach hinlaufen. Oder ist es so ein gesonderter Ort, wo man die Einladung braucht? Komm her! Hätte ich mir denken können, dass du hier bist. Weißt du irgendetwas über den Schatzmeister? Das ist ein Amtsträger des Kalifats. Schatzmeister? Ich weiß schon etwas, aber du weißt, wie es mich schmerzt, wertvolles Wissen kostenlos abzugeben. Was soll ich für dich erledigen? Du weißt gleich, was ich denke, hm? Du musst wissen, kleiner Fink, die Daira Tulmal ist nicht nur ein wichtiges Ereignis für die Oberschicht von El Kar, sondern auch für Diebe. Hat dir wieder jemand was weggenommen? Ein wertvoller Unterteller. Luca hat ihn. Er war schon immer neidisch auf mich. Was glaubst du, wo er ist? Ich wusste, auf dich ist Verlass, kleiner Fink. Er sollte in einer der Kisten bei seinem Stand sein. Bin gleich zurück. Glaub er, dass ich das jetzt ihm klaue, nicht andersrum. Dass ich es zurückklaue. Das ist natürlich auch nur eine Vermutung, ne?
Ich will jetzt niemanden irgendwas unterstellen. So. Muss. Darüber. Hast du von der Aufregung ein paar Stände weitergehört? Nein, diesmal nicht. Zwei andere Händler. Ich weiß gerade nicht, was ich damit machen soll. Das wird der Stand sein, den Kong meinte. Also dann, ein Teller. Bin so verwirrt. Denn für den Stand? Ach so, ich sollte. Ach so. Okay, ich understand, okay. So, das dahin, so. Reicht das? Einmal nach oben. Noch weiter hoch. Hä? Ich bin verwirrt. Wo soll ich denn hin? Zu? Hä? Ich bin so maximal verwirrt. Wo soll ich denn hin? Ich check's nicht. Ja, dahin. Schön. Und wie soll man da hinkommen? Wenn hier alles zu ist, soll ich so ein Ding nehmen oder was und dagegen werfen? Ja, klappt ja prima. Hä? Das wird doch einen Grund haben, wieso es die Dinger gibt, oder? Kann ich da vielleicht? Das ist ja auch nix. Hä? Das ist ja komplett. Hä? Muss ich da überhaupt rein? Oder muss ich da einfach nur hoch? Es ist ja so seltsam. Ich check gar nichts. Ich glaube, ich muss da einfach nur hoch, ne? Ich habe es wahrscheinlich schon wieder viel zu unnötig kompliziert gedacht. Ja, perfekt. Aber da drin. Aber wir wissen, dank Akino oder Akuni oder wie auch immer, dass da ja irgendwo oben ein Typ war mit dem Schlüssel. In der Mitte oder so. Genau da. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts getan. Ich fahr das nicht. Ich hack dich in kleine Stücke. Ist das so? Ich glaube eher, du bist tot. So, habe ich jetzt den richtigen Schlüssel oder. Warte mal, ist hier sonst noch irgendwas? War so eine Kiste. Ich glaube, sonst haben wir hier nichts und dann kann ich ja wieder gehen. Ich hoffe, das ist auch der Schlüssel. Wenn es nämlich nicht der Schlüssel ist, dann wäre es natürlich ein bisschen blöd. Ja, da ist auch soweit nichts. Platsch. Schauen wir mal. Nee, es ist nicht der Schlüssel. Ja, perfekt. Ja, wie soll ich denn da reinkommen? Man sieht halt auch nichts. Super. Das ist ja so eine unnötige Scheißaufgabe. Mann, ich. Ach, sowas hasse ich ja. Das sind wirklich so Aufgaben, die ich halt echt. Die mich halt wirklich abkotzen. Es gibt da auch keinen anderen Weg rein, oder was? Ernsthaft? Ja, scheiß drauf, ich springe halt so runter. Was ist los? Zack. Weiter runter. So. Es muss doch noch einen Weg geben, oder? Da ist auf jeden Fall noch irgendein Typ, mit dem kann man anscheinend reden oder so. Ich kann mich schon wieder nicht schneller bewegen. Ach, ich lieb's komplett. Hallo, hallo. Komm mit nach oben.
kommen und sieh dir meine Waren an, Sadiki. So etwas hast du in Bagdad noch nie gesehen. Artefakte aus dem fernen China, nur hier. Sonst nirgends. Nicht so schüchtern. Kommt herbei, geht nach oben und staunt über mein Angebot. Okay. Oh, der rennt mir daher. Friede sei mit dir. Sagtest du etwas von Artefakten aus China? Ja, Sadiq. Willkommen, willkommen. Hier findest du sicher etwas, das dich interessiert. Steht dir der Sinn nach etwas Außergewöhnlichem? Ich habe Schmuckstücke aus dem fernen Osten im Angebot. Seltene Vasen, feine Teetassen. Aber mein Schatz ist die Haarnadel. Sie ist von einzigartiger Schönheit. Selbst der Schatzmeister hat sich nach ihr erkundigt. Warte, die Haarnadel. Wo ist sie? Sie geht zur Auktion. Wenn du sie ersteigern willst, solltest du besser einen prall gefüllten Geldbeutel mitbringen. Eine Haarnadel aus dem Osten. Das muss die sein, hinter der Kululu für den Schatzmeister her war. Ich muss sie bei der Auktion erwischen. Oh Gott, ich dachte, ich springe da jetzt runter. So, was ist jetzt hier drüben? Der Schatzmeister duldet keine Unpünktlichkeit. Noch einmal, der Schatzmeister. Als ob die jetzt schon wieder nicht reden, Alter. Ich check diese Sachen nicht. Ach hier, belauschen. Das kann man nicht beschleunigen, Sayyidati. Der Schatzmeister wird nicht zufrieden sein. Und ich ebenso wenig. Das weiß ich. Doch die Erschaffung von Düften ist aufwendig. Wir tun bereits unser Bestes. Euer Bestes reicht nicht. Komm, reden wir woanders. Hier haben die Wände Ohren. Diese Frau erwähnte den Schatzmeister. Ich sollte sie belauschen. Wie du weißt, ist Kimar der Lieblingsduft des Schatzmeisters. Niemand ist unglücklicher, wenn 3 Dutzend Flaschen verschwinden. Seit sich unser Nachschub im Hafen staut, läuft die Produktion schleppend. Sayyidati, gewisse Vorkommnisse haben unsere Lage zusätzlich erschwert. Bestimmt ist es so, die Schatzmeisterin. Und alle denken immer, es ist irgend so ein Typ. Weil die hat nämlich einen Namen. Warum hat die einen Namen? Ist das relevant? Keine Ahnung. Muss ja schon irgendeine bestimmte Person sein, wenn sie einen Namen hat. Bisher hast du mir nicht gesagt, was genau uns fehlt. Das Blut, Sayyidati. Das Blut ist ein grundlegender Bestandteil des Dufts. Das macht Kinar so besonders. Wir brauchen es. Ich werde mit dem Kalifen sprechen und sehen, was sich machen lässt. Der Schatzmeister wird sich gedulden müssen. Dieser Duft auf den Briefen des Steuereintreibers. Ich dachte, ich röche Eisen. War das Blut? Diese Frau könnte aus dem inneren Kreis des Kalifen sein. Sie kennt den Friede sei mit dir, Sayyidati. Friede sei auch mit dir. Ich kam nicht umhin, Sayyidati, euer Gespräch über den Duft mitzuhören. Es ist unhöflich zu lauschen. Doch da du ein Bewunderer bist, vergebe ich dir. Mein Name ist Kabiha, die Frau hinter dem berühmten Kinar. Es hat einen einzigartigen Duft. Rose, Honig, Sandelholz und, wie du wohl gehört hast, ein Quäntchen Blut. Blut, das hätte ich mir denken können. Ich hielt es für Eisen. Blut wird durch Eisen hervorgebracht, oder? Aber aufgrund dieses Details ist es schwierig, große Mengen zu besorgen. Etwas so Exklusives ist doch sicherlich bei hohen Würdenträgern beliebt. Ich meine es in der Nähe des Schatzmeisters gerochen zu haben. Ning trägt tatsächlich China. Sie ist von seiner geheimnisvollen Komplexität begeistert, wie so viele. Seltsam. Du erscheinst mir nicht wie jemand, der sich für Duftwasser interessiert. Es ist unklug, jemanden nur nach dem Aussehen zu beurteilen. Wohl wahr. Wie hieß du doch gleich? Basim. Basim. Ich sollte nicht noch mehr deiner Zeit verschwenden. Ich wünsche dir eine wunderbare Dairat al-Mal, Sayyidati. Also heißt
Die Schatzmeisterin Ning ist doch weiblich, aber sie ist anscheinend nicht, der oder Schatzmeister wie? Schatzmeister ist also eine Frau. Und ihr Name ist Ning. Ja, ich bin wohl ein bisschen zu schnell gewesen für diese Information. Ja, jetzt brauche ich nur noch den Gegenstand, wo ich keine Ahnung habe, wie ich den bitte besorgen soll. Ja, weil ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Ich kann mich schon wieder nicht schnell bewegen, ey. Das nervt mich schon wieder. Ich kann natürlich mal gucken, ob ich da, ob da vielleicht doch irgendwas ist da oben. Das sieht absolut nicht danach aus. Perfekt. Ich check's nicht. Hoppala. Kampf erlaubt. Das muss doch... Oh. Ach nee, oh, da war ich doch schon. Aber warte mal. Kann ich das Ding dann... Kann es sein, dass ich das da rausschieben muss? Aber wie kriege ich das kaputt? Mit dem Feuer. Nein, ich habe das aber beides weggeschmissen. Oh Gott sei Dank, da ist wieder eins. Geht das damit kaputt? Ach ja, perfekt, super. Ja, ich habe kein Feuer. Wie, was zum... Mach ich das jetzt? Das muss ja anscheinend irgendwie da raus. Verdammte Scheiße, Mann. Hab ich irgendwas? Ich hab das da, aber damit kann ich ja irgendwie gar nichts machen. Komm. Komm ich da auch nicht mehr hoch. Ach. Mann, ist das... Das ist so nervig gemacht, Mann. Vor allem, da ist jetzt auch kein Feuer mehr. Was mache ich denn jetzt? Ach, jetzt ist wieder eins da. Kann ich das einfach nehmen und runterspringen? Komm, spring runter. Spring runter! Okay, es geht nicht. Kann ich das von der Seite einfach da hinschmeißen? Ey, also die Alter, diese Steuerung, die fuckt mich so ab. Ach ja, okay, perfekt. Also manchmal freue ich mich echt. Ja, ich brenne. Ist mir egal. Jetzt brenne ich auf einmal nicht mehr. Ich weiß nicht, warum diese Steuerung so unglaublich nervig sein muss. Ich kann das nicht da hinschieben, aber ich kann da doch bestimmt hinspringen, oder? Oh. Hä? Was ist da? Wo soll ich denn? Ach, dahin. Ja, ich fühle mich wie der allererste Mensch. So, das müsste gehen, oder? Oh, so eine schwere Geburt, ey. Natürlich hat Kong so einen Teller. Vielleicht erzählt er mir dann jetzt, was er über den Schatzmeister weiß. Etwas Verdächtiges geht auf den Dächern vor. Ich war doch auf dem Dach, ich habe die doch abgeschlachtet. So, okay, und wieso? Achso, da hinten. Ich wollte gerade sagen, hey, wieso wird es mir nicht angezeigt, wo Kong, King Kong ist, aber doch, ich habe es nur nicht gesehen, weil das so ein kleines, orangenes Ding ist. So, King Kong, ich hab deinen scheiß Teller. Hier. Der kleine Fink hat es wieder geschafft. Damit ist mein Satz endlich vollständig. Ich dachte, es wäre deiner. Jetzt ist er es. Egal. Hör gut zu. Ich trank gerade meinen Nachmittagstee, als ich das Gespräch zweier Damen mithörte. Es ging um eine Bestellung für die Daira Talmal. Sie fertigten eine wunderschöne Robe für den Schatzmeister an, mit feinen östlichen Stickereien. Halte danach Ausschau. Östliche Kleidung? Danke, Kong. Der Schatzmeister ist wahrscheinlich ein Ausländer aus dem Osten. Die Auktion sollte bald beginnen. Eine asiatische Frau.
Na dann. Können wir jetzt zur Auktion gehen. Schön. Es nervt mich ein bisschen, dass ich hier so extrem an der Laufgeschwindigkeit, ja, begrenzt eingeschränkt bin. Das nervt mich. Nervt mich so unglaublich. Vor allem, weil Basim auch immer abbremst. Jetzt zum Beispiel wieder. Warum? Es geht natürlich erst los, wenn ich mich hinsetze. Willkommen. Friede sei mit euch. Yassas. Ni hao. Und hallo. Es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen, um euer tiefstes Verlangen zu stillen, auf eure Herzen zu hören und zu kaufen, was Allah uns gezeigt hat. Es erfüllt mich mit großer Freude, all euch hochgeschätzte Persönlichkeiten zu unserer jährlichen Dairat Dalmal zu begrüßen. An erster Stelle unserer erlesenen, aufregenden Liste fremdländischer Sammlerstücke haben wir eine beeindruckende Statue aus El-Hind. Sie wurde von den besten Kunsthandwerkern aus Elfenbein gefertigt und bereichert jedes Heim. Oh, was sehe ich da? Bereits ein Bieter? Nein, zwei. Nun, zum ersten, zum zweiten. Ah, noch eine Bieterin. Möchte jemand diesen Preis überbieten? Nein? Verkauft. Dieses Stück geht an die reizende Dame. Als nächstes diese Haarnadel. Sie kommt aus dem Osten. Eine einzigartige himmlische Schönheit. Seht euch nur die Feinheiten dieses Drachens an. Das perfekte Sammlerstück oder ein wunderbares Geschenk für eine besondere Dame in eurem Leben. Also, was ist euch dieses Stück wert, Astekai? Erstes Gebot von der Schatzmeisterin höchstpersönlich. Welche Ehre. Ning, die Schatzmeisterin. Zwei. Noch jemand? Anheben. Da, noch ein Dritter. Ha? Nummer zwei zieht nach. Was wirst du tun, Dritter? Wie sehr wollt ihr sie haben? Horcht in euer Herz hinein. Hört auf euer Verlangen. Ich bin ja nicht so reich, ne? Ich weiß gar nicht. Ich habe 547, ist mein letztes Gebot. Perfekt. Niemand? Dann verkauft an den stattlichen Mann mit dem Bart. Diese Haarnadel gehört nur dir, Sayidi. Kommen wir zum dritten Objekt. Und wir danken euch wieder einmal für eine erfolgreiche Dairat Dalmal. Mögen eure Börsen stets voll und eure Herzen voller Sehnsucht sein. Eine Audienz erhalten, wow. Und ja, heute ist wieder mal eine längere Folge, weil das jetzt zu intens, um einfach aufzuhören. Na, 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 na. Wie komme ich zur Schatzmeisterin, wenn ich so langsam bin? Da komme ich ja nie heute an. Ich habe eine Verabredung mit der Schatzmeisterin. Geh beiseite. Verzeihung, meine Anweisungen sind eindeutig. Keine Brosche, kein Zutritt. Weißt du, wer ich bin? Ich muss mit der Schatzmeisterin sprechen. Ich wurde gerufen, herbeordert. Friede sei mit dir. Ich bin hier, um die Schatzmeisterin zu sprechen. Und was ist dein Begehr? Ich habe ein Geschenk für die Schatzmeisterin, wenn sie mich empfängt. Nur Mitglieder der Elfenbeinmünze dürfen eintreten. Keine Brosche, kein Zutritt. Okay. Finde heraus, wo du die Brosche der Elfenbeinmünze beschaffen kannst. Boah, das dauert ja doch noch richtig lang. Das ist doch kacke jetzt so. Was soll ich denn so eine Scheiße herbekommen? Ich weiß nicht, ich habe noch eine Münze. Ein Schlüssel. King Kong, du kannst mir nicht helfen, oder? Schade. Ey, oh, ich will rennen, verdammt. Jetzt geht's, oder was? Ey, es ist so ein Schmutz. Lass deinen Blick schweifen. Ja gut, der kann mir auch nicht großartig helfen.
Toll. Wo kriege ich denn so eine Brosche her? Na gut, er kann mir offensichtlich auch nicht helfen. Ja, okay, gut, da ich es nicht weiß, wird es wohl ein bisschen länger dauern. Deswegen beenden wir doch den Part. Deswegen bis zum nächsten Mal. Euer Guantanamo Jesse.